Nur noch brennende Trümmer seines Konvois sind übrig. Er galt als zweitmächtigster Iraner. Jetzt hat das US-Militär ihn getötet, im Irak. Qasem Soleimani, Chef der iranischen Elitetruppe Al-Quds-Brigaden, starb durch einen amerikanischen Raketenangriff, wie das Pentagon bestätigte. Mit der Tötung von Soleimani hat das US-Militär unter der Führung des Präsidenten energische Schritte unternommen, um US-Kräfte außerhalb der USA zu schützen, heißt es in einem Statement des US-Verteidigungsministeriums. Trump selbst twitterte zuvor nur kryptisch das Bild einer US-Flagge. Doch jetzt ist die Botschaft klar. Die USA macht Soleimani und den Iran für den Angriff hunderter Demonstranten auf die US-Botschaft am Dienstag in Bagdad verantwortlich. Zuvor hatte die USA schiitische Milizen im Irak angegriffen, die vom Iran unterstützt werden. Immer wieder trat Soleimani an ihrer Seite auf. Sein Tod für die iranische Regierung ein Akt des Terrorismus. Der internationale Terrorismus der USA gegen General Soleimani, die stärkste Kraft im Kampf gegen den IS, Al-Nusra, Al-Qaida und andere, ist eine äußerst gefährliche und dumme Eskalation. Die USA tragen die Verantwortung für alle Konsequenzen ihrer Schurkenpolitik. So der iranische Außenminister Javad Zarif auf Twitter. Ali Khamenei, geistiger Führer des Irans, droht sogar mit schwerer Vergeltung. Die Eskalation trifft den Irak in einer politisch äußerst instabilen Zeit. Seit Wochen demonstrieren tausende Iraker gegen die Regierung, die Korruption und den Einfluss ausländischer Kräfte, vor allem durch den Iran und die USA. Ein neuer Höhepunkt also in den Streitigkeiten. Zugeschaltet aus Washington, Steffen Schwarzkopf. Steffen, welche Strategie verfolgen die USA mit diesem Angriff? Also laut Pentagon ist es ja tatsächlich gedacht, um abzuschrecken, schiitische Milizen abzuschrecken, den Iran abzuschrecken, gleichzeitig natürlich auch amerikanisches Personal im Irak, aber auch in Syrien zu schützen. Für Donald Trump war es, glaube ich, keine einfache Entscheidung. Er stand so ein bisschen vor der Wahl, entweder auf Deeskalation zu setzen und sich dann dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, dass er sich auf der Nase herumtanzen lässt vom Iran, oder aber beinhart zurückzuschlagen. Und er hat sich letztendlich für Letzteres entschieden. Sehr, sehr angespannt, sehr, sehr schlecht. Und jetzt droht Irans geistliches Oberhaupt Khamenei mit schwerer Vergeltung. Wo also soll das Ganze hinführen? Also die Frage ist natürlich, wo und wie wird sich der Iran rächen? Wie wird man versuchen, Vergeltung zu üben? Wir dürfen, glaube ich, nicht damit und müssen nicht damit rechnen, dass es hier einen groß angelegten Angriff von Teheran gibt, sondern dass es eher wieder durch Stellvertreter passieren wird. Also das heißt durch Milizen, entweder im Irak oder in Syrien auf US-Basen, auf US-Soldaten, auf US-Einrichtungen oder auf Einrichtungen von Alliierten, nadelstichartig oder schwerere Anschläge. Das ist zumindest das, was man angekündigt hat, und das ist auch das, was man hier in Washington nun befürchtet.